Einen Augenblick bitte, ich bin gleich fertig. Marianne, weißt du, ob die... Mein Gott, sie hat doch nichts getan. Wie sah er denn aus? Ich meine, war er groß? War er klein? War er dick? War er dünn? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht mehr. Ja, aber an irgendetwas müssen Sie sich doch noch erinnern können. Bemühen Sie sich mal. Konzentrieren Sie sich. Sie sehen doch, es hat keinen Zweck. Sie hat einen Schock. Warum haben Sie denn nicht sofort die Polizei verständigt? Wahrscheinlich, weil sie völlig durcheinander war. Sie wusste, dass ich zu Hause war und hat halt mich zuerst angerufen. Bei sowas handelt man doch nicht immer logisch, oder? Das hat uns aber eine Menge Zeit gekostet. Pech, dass ich nicht im Geschäft war. Als der Anruf kam, da habe ich im Bademantel am Schreibtisch gesessen. So schnell bin ich noch nie in die Klamotten gekommen. Und Ihr Bruder? Wo war der? Was im Rechtsanwalt. Der hat einen Termin. Also nur die beiden Frauen. Da hat der Täter aber Schwein gehabt. Die Platzwunde muss genäht werden. Ich lasse sie ins Krankenhaus bringen. Kann ich vorher noch ein paar Worte mit ihr reden? Sie ist erst heute Abend vernehmungsfähig. Abfahrt. Oh, Moment. Nee, Frau, darf ich Sie mal darüber bitten? So, bitte. Aber, Gottes Willen. Was haben Sie? Was ist los mit Ihnen? Herr Rosen, ja? Ja. Ist es schlimm? Gar nicht. Ein paar Tage und sie ist wieder in Ordnung. Ja, das ist eine hübsche Regierung. Mein Name ist Scheller, ich bin von der Kripo. Kommen Sie, Ihr Bruder erwartet Sie schon. Hm. Kundschaft. Da habe ich alle Hände voll zu tun. Absolut nichts. Wir haben gearbeitet. Erst als die Polizei kam, haben wir gemerkt, dass da was nicht stimmt. Gut, vielen Dank. Wir brauchen eine Liste der Sachen, die gestohlen worden sind. Wie lange dauert das? Na, ein paar Stunden bestimmt. Wir haben gerade eine große Partie aus Antwerpen bekommen. Wo haben wir denn die Aufstellung? Ich bin mit zu Hause. Ich wollte die Posten in den Computer geben. Mein Fall aus und aussehen. Jetzt? Ja, jetzt. Sonst haben wir überhaupt keine Chance, was rüberzukriegen. Warum geht nicht einer von Ihren Leuten mit meinem Bruder? War doch Zeit. Da haben Sie recht. Also wir haben alles abgeklappert. Keine Ahnung.
hat was gesehen, keiner hat was gehört. Das sind alles Taube und Blinde. Tommy, nimm dir mal unsere Kartei vor. Pepe, du gehst mit Herrn Rosen, der gibt dir eine Liste. Die muss sofort kopiert werden, und zwar für den ganz großen Verteiler. Und mach ein bisschen Dampf dahinter, ja? Die Sache muss heute noch raus. Wann ist denn diese Sendung aus Antwerpen angekommen? Da haben sie aufgeräumt. Auf eine ganz harte Tour. Jemand verletzt? Eine Frau. Wir haben sie die Kehle durchgeschnitten. Quatsch. Mit dem Hammer. Da haben sie einen mit dem Hammer über den Kopf gehauen. Ich hab's anders gehört. Sie haben Post? Oh ja. Vielen Dank. So, mal sehen. Ah, hier. Das ist die Liste von Antwerpen. Was sonst im Tresor war, muss ich es rekonstruieren. Das ist eine ganze Menge. Was meinen Sie? Schlechte Nachrichten? Nein, nein, alles in Ordnung. Was haben Sie eben gesagt? Die Versicherung wird sich freuen. Das ist leider noch nicht alles. Mal sehen, was der Computer meint. Kann ich Frau Barbara Theile sprechen? Ein Bekannter von ihr. Mein Name sagt Ihnen nichts. Sagen Sie ihn trotzdem. Hier? Die Kriminalpolizei. Mein Name ist Schöller. Und wie heißen Sie? Bist schon da? Bin ich zu spät? Ja. Ja. Wie geht's Frau Theile? Naja, nicht so schlimm, wie es aussah. Schrecklich. Was für eine Zeit leben wir nur. Es wird immer brutaler. Ein Glück, dass wir versichert sind. Das sind wir doch, oder? Seit wann interessierst du dich für die Firma? Dir ist es doch egal, woher das Geld kommt. Wie kannst du sowas sagen? Ich war ganz fertig nach dem Telefonat. Darum bin ich heute auch nicht zum Friseur gegangen. Manfred, was passt besser zu dem Schwarzen? Die Kette oder die? Monika. Monika, das ist kein Ball, zu dem wir gehen. Ich muss meiner Schwester und meinem Bruder beibringen, dass die fetten Jahre vorbei sind. Und du behängst die wie ein Christbaum. Dass dir nichts passiert ist. Wie denn? Ich war doch gar nicht im Geschäft. Aber du bist so früh. Kümmere dich nicht um uns. Wir gehen so lange ins Wohnzimmer. Henriette, ich glaube, du hast mich vorhin am Telefon falsch verstanden. Du solltest kommen und Peter.
Es betrifft nur die Inhaber, was wir nachher besprechen. Walter gehört zu mir. Aber nicht zur Familie. Ach, sei nicht kindisch, in 9 Wochen heiraten wir. So lange können wir mit der Besprechung leider nicht warten. Komm, lass, Liebling, es ist schon in Ordnung, ich gehe. Dann gehe ich auch. Nein, du bleibst hier, es ist wichtig, bitte. Lass dich nicht übers Ohr hauen, hm? Ziehen Sie sie nicht über den Tisch, Manfred. Keine Angst, Walter, Henriettes Geld ist sicher. Bei uns jedenfalls. Hallo? Tag, Bela. Na, das ist aber eine Überraschung. Ja. Kommen Sie, setzen Sie sich. Hier, nehmen Sie Platz, setzen Sie sich. Danke. Nein, Herr Feldmann, wie mich das freut. Wirklich, ich freue mich. Gestern noch habe ich an Sie gedacht, als Ihre Kollegen hier waren. Ah ja? Ach ja. Eine schöne Zeit damals, als Sie noch von meiner Branche zuständig waren. Fachleute unter sich. Aber heute, ach Gott, überall das Gleiche. In der Wirtschaft, in der Politik, bei der Polizei. Kein Nachwuchs. Keiner, der sein Handwerk versteht, mit dem man noch vernünftig reden kann. Worum ging es denn diesmal, Bela? Um eine Vase, die ich gekauft habe. Und die gestohlen war. Ich habe einen Eigentumsnachweis. Der gefällt Spaß. Schönes Stück. Woher soll ich das wissen? Sie haben das Bundeskriminalamt, habe ich eins? Nein, ich habe bloß meinen Verstand und meine 2 Augen. Wie kann ich wissen, dass das Dokument gefälscht ist? Na, vielleicht haben Sie es selber gefälscht. Das sagen Ihre Kollegen, aber Sie kennen mich doch. Trauen Sie mir so etwas zu? Aber natürlich, Bela. Also gut, lassen wir das. Ein Kaffee? Danke, nein. Können Sie nicht mal mit Ihren Kollegen reden? Das kann ich nicht. Das ist nämlich eine ganz andere Abteilung. Aber Sie scheinen doch wieder im Geschäft zu sein. Ja, aber nur in einem speziellen Fall. Im Fall Rosen. Ach. Ach, das wissen Sie schon. Ach, sowas spricht sich herum. Ein Kollege hat mich heute angerufen. Und Ihnen auch gleich was angeboten? Ach, was reden Sie da? Sowas mache ich nicht mehr. Bringt auf die Dauer nichts ein. Davon lasse ich die Finger. Das ist sehr gut. Die kann man sich in diesem Fall nämlich auch leicht verbrennen. Ach, deshalb sind Sie hier. Sie wollen mich, Sie wollen mich warnen. Sagen wir mal, ich möchte Ihnen einen freundschaftlichen Rat geben. Sehr verbunden, Herr Feldmann. Sehr verbunden. Bela, ich meine das ernst. Das ist ein ganz dicker Hund. Und es wäre doch schade, wenn ausgerechnet Sie gegen einen heißen Ofen laufen. Gilt Ihre Fürsorge nur mir? Nein, nein, Sie sind der Dritte auf meiner Liste und ich habe noch 6 vor mir. Das meinte ich vorhin, Herr Feldmann. Das sind klare Annoncen. Bei Ihnen weiß man sofort, woran man ist. Ja, zu schade, dass Sie das Ressort gewechselt haben. Wirklich zu schade. Ich vermisse Sie, wirklich, ich vermisse Sie. Na, vielleicht sehen wir uns sehr bald wieder, Bela. Jederzeit herzlich willkommen, Herr Feldmann. Jederzeit. Ja, sehen Sie, das ging doch wunderbar. Jetzt wissen wir wenigstens, wie der Täter ausgesehen hat. Heute früh, da war ich total fertig. Ja, das kann ich verstehen. Sagen Sie mal, warum hat eigentlich der Täter das Telefon nicht direkt unbrauchbar gemacht? Der musste doch damit rechnen, dass sie sofort die Polizei alarmiert. Der Apparat stand auf dem Stuhl, von Akten völlig verdeckt. Ich glaube, den hat er gar nicht bemerkt. Ah, das erklärt es. Kann ich bitte zahlen? Ja. Wer wusste eigentlich alles, dass Sie so ungewöhnlich viel Schmuck im Laden hatten? Wir haben oft viel Ware in Kommission, das ist nicht ungewöhnlich. Aber Herr Rosen sprach von Millionenwerten. Das stimmt auch. Ja. Über den Daumen gepeilt. Wie hoch schätzen Sie den Verlust? 6.130.422 Mark. Das ist nur die Kommissionsware. Unser eigener Verlust beläuft sich auf rund 3,5 Millionen. Ein Drittel davon aus dem Tresor, 2 Drittel aus den Vitrinen, Schmuck, Uhren und so weiter. Das ist mehr, als ich dachte. Die nächsten Wochen werden kein Zuckerschlecken sein. Na ja, hoffentlich überstehen wir es. Ehe die Versicherung zahlt, können Monate vergehen. Hauptsache, wir kriegen das Geld. Und das ist doch wohl sicher. Den Schaden müssen Sie ersetzen, da gibt es überhaupt keinen Zweifel. Du kannst also Walter beruhigen, noch muss er sich nicht selbst ernähren. Lass meinen Verlobten aus dem Spiel. Ihr hättet euch sowieso zusammengetrommelt, auch ohne Überfall. Der Umsatz wird immer kleiner, die Privatentnahmen werden immer größer. Unser Lebensstil ist zu aufwendig. Wir müssen uns einschränken. Was heißt das? Dass du weniger Geld kriegst, mein Spatz. Ich habe feste Verpflichtungen. Wie soll ich das machen? Ganz einfach. Weniger Anzüge für Walterchen. Keine italienischen Schuhe, keine maßgeschneiderten Hemden. Ich hab gesagt, lass Walter aus dem Spiel. Keine Angst, das wird seine Leistung nicht mindern. Halt deinen Mund. Und was du davor hast, Manfred, das akzeptiere ich nicht. Ich brauche das Geld. Da kapierst du es nicht?
Die schönen Tage sind vorbei. Die Kasse ist leer. Dann sorgt dafür, dass sie wieder voll wird. Henriette. Bei Vater wäre sowas nie passiert. Nur sei doch vernünftig, Henriette. Mach dir keine Illusionen. Ich denke nicht daran, deine Unfähigkeit zu finanzieren. Haben Sie den Mann gesehen, der Sie niedergeschlagen hat? Nein, ich habe nichts gesehen. Nicht meinen Schlag habe ich gespürt. Ich bin erst zu mir gekommen, als er schon weg war. Hm. Das ist doch sonderbar, was? Frau Theile schlägt er gleich nieder. Aber Frau Ebert rührt er gar nicht erst an. Warum? Warum wohl? Ich weiß auch nicht, warum. Vielleicht hatte er Angst, dass Sie ihn erkennen. Ich denke, er war maskiert. Naja, man kann jemand auch an seinen Bewegungen erkennen. An der Art, wie er geht, oder der Kopfhaltung. An der ganzen Ausstrahlung, das hat er gemeint. Ja, das habe ich... Bitte, meine Herren, der Arzt hat gesagt, Frau Theile soll sich hinlegen. Sie braucht Ruhe, viel Ruhe und keine Aufregung. Hör auf, Herbert, es sind ja nur ein paar Fragen. Aber die könnte auch morgen noch gestellt werden. So eilig wird es ja wohl nicht sein. Doch, das ist sehr eilig, Herr... Herr... Wie war doch gleich Ihr Name? Lose, Herbert Lose, wir leben zusammen. Wie kommen Sie überhaupt darauf, dass Frau Theile den Kerl kennt? Es ist natürlich möglich, dass jemand durch Zufall so einen Riesenreibach macht. Aber wahrscheinlich hat der Täter von der Sendung aus Antwerpen gewusst. Sie meinen, es wäre einer aus dem Geschäft? Das habe ich nicht gesagt. Aber gemeint. Schauen Sie, es wird doch in jedem Beruf geredet. Im Freundeskreis, bei Bekannten. Aus meinem Bekanntenkreis war es keiner und ich habe auch nicht geredet. Und jetzt sollten wir aufhören, Frau Theile braucht Ruhe. Herr Lose? Wo waren Sie heute Morgen? Heute Morgen? Ja, heute Morgen kurz vor 11. Na wo schon? Ich habe gearbeitet. Wo? Was soll das? Wo haben Sie gearbeitet? Bei Stellmann und Kuhn der Deichstraße. Komme! Was willst du? Lass mich zufrieden. Mach, dass du wegkommst. Ich will mit dir reden, Marianne. Da gibt's nichts mehr zu reden. Komm, lass mich rein. 5 Minuten, dann hau ich wieder ab. Hm? Marianne, wir reden ein paar Takt und ich verschwinde wieder. Komm, mach auf. Was willst du? Ich will wissen, warum du Schluss gemacht hast. Das habe ich dir doch schon gesagt. Es ist vorbei. Ich will nicht mehr. Dann sag mir den Grund. Hm? Es passt mir nicht, auf Abruf zu stehen. Das hier ist meine Wohnung, kein Stundenhotel. Jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Es lief doch gut mit uns. Das hast du doch auch so empfunden. Oder war es nicht schön? Vor allem war es bequem für dich. Eine für den Scheck und eine fürs Bett. Du weißt genau, wie ich zu Henriette stehe. Das haben wir von Anfang an geklärt. Und daran hat sich nichts geändert. Also jetzt mach kein Theater. Das ist kein Theater. Es ist vorbei. Was steckt wirklich dahinter? Bitte geh jetzt. Ein Mann? Du sollst gehen. Wer ist es? Verschwinde! Hau ab! Warum denn so nervös? Mann. Der Nächste, bitte. Verlass sofort meine Wohnung. Sonst schrei ich das Haus zusammen. Von wegen Henriette. Auf Abruf stehen. Überleg dir gut, was du tust. So leicht wirst du mich nicht los. Liegst du! Wenn du Henriette schon betrügst, dann mach es so, dass es keiner merkt. Lassen Sie mich du los! Du machst meine Schwester nicht unglücklich, denn vorher breche ich dir das Genick. Das schwöre ich bei allem, was mir heilig ist. Reicht! Ah! Scheiße! Du Dreckskerl, du! Dich mach ich fertig, du! Pepe? Hier. Komm her. Wer ist denn das? Das ist eine Empfehlung von meinem Freund. Den berühmten Hehler Bela Kovac. Dreh's mal rum. Stefan Karpinski, Talstraße 11. Das ist ein Spezialist. Für Juwelenraub, vor 3 Wochen entlassen. Nach 8 Jahren Knast, seht euch den mal an. Ist da was dran? Bela meint ja, und Bela hat für sowas eine Nase. Hier, ich hab die Versicherungspolice von Rosen. Wie bist du denn an die gekommen? Ach, ganz legal. Guck mal rein, ist ganz interessant. Na los, jetzt komm schon. Ja, ich komm wieder schon. Also bis nach. Hey, wo wollt ihr denn hin? Du, halt die bloß nicht auf. Irgendeiner muss ja hier die Arbeit tun. Besser dir als wir. Halt dich fest. Was gibt's denn schon wieder? Ich war bei Stellmann und Co. Und stell dir vor, die haben Lose schon vor 3 Wochen entlassen.
Hey Richie, was ist? Was soll denn sein? Dann kommst du endlich mit der Knete rüber. Ey, scheiß dich nicht an wegen der paar Kohlen, Alter. Die kriegst du schon. Wann? Bleib cool, Mann. Wann? Bleib cool, du kriegst sie. An deiner Stelle würde ich mich beeilen. Vorher hat dich reingelegt. Das ist doch eindeutig. Nein, das hat er nicht. Was soll er denn tun, wenn die Kasse leer ist? Da soll er einen Kredit aufnehmen, meinetwegen. Das hat er doch schon getan. Wir stecken bis über die Ohren in Schulden, nur um die Geschäfte über Wasser zu halten. Ja, dann muss er eben dein Geschäft verkaufen. Drei genügen doch, oder? Das, was ich nicht verstehe, ist, dass du dich rumlegen sollst, nur weil er den Hals nicht voll genug kriegen kann. Manfred darf nicht verkaufen. Er hat Vater sein Wort gegeben. Also gut, dann finde dich damit ab. Aber unser Restaurant können wir dann vergessen. Kannst du denn die Verhandlung nicht ein bisschen hinauszögern? Wie bitte? Wie stellst du dir das vor? Ich bin doch nicht der Einzige, der an dem Laden interessiert ist. Das ist eine Goldgrube. So was gibt's nicht wieder. Es tut mir ja auch leid, aber was soll ich denn machen? Wenn ich mich nur nicht auf dich verlassen hätte. Ich bin einfach nicht auf den Gedanken gekommen, dass du dein Wort nicht hältst. Walter! Das halte ich. Was ich versprochen habe, das halte ich auch. Wie denn? Das hängt doch nicht von dir ab, denke ich. Ich spreche noch mal mit Manfred. Du kannst dich auf mich verlassen. Ich werde alles versuchen. Das weiß ich doch, Liebling. Weißt du, du darfst es auch nicht falsch verstehen. Ich will dich wirklich nicht aufhetzen. Es ärgert mich nur, dass die dich bescheißen wollen in der eigenen Familie, verstehst du? Aber das lasse ich nicht zu, du. Meine Kleine betrügt man nicht. Du kannst ganz ruhig sein. Haben Sie diesen Mann schon mal gesehen? Nein, den kenne ich nicht. Und Sie? Kennen Sie ihn vielleicht? Doch, den habe ich schon mal gesehen. Ich weiß bloß nicht wo. War sie im Laden oder auf der Straße? Der hat eine Mütze auf, so wie sie die Segler tragen. Ja, er stand da vor dem Schaufenster, jetzt weiß ich, als ich die Auslagen neu dekoriert habe. Ich sehe den genau vor mir. Wann war das? An dem Tag habe ich die Granatbrosche verkauft. Das war vor 3 Tagen. Vor 3 Tagen? 2 Tage vor dem Überfall. Wir möchten gern Herrn Lohse sprechen. Was wollen Sie denn von Herrn Lohse? Nur ein paar Routinefragen. Er ist noch gar nicht da, aber müsste jeden Moment kommen. Bitte treten Sie ein. Danke. Danke. Sie kennen ja den Weg. Ja. Bitte setzen Sie sich, wo Sie wollen. Ich erwarte ihn jede Minute. Morgens um 7:30 verlässt er das Haus und kurz vor 5 ist er da. Man kann die Uhr danach stellen. Jeden Tag? Ja, jeden Tag. Natürlich. Außer Samstag und Sonntag. Bitte, setzen Sie sich doch. Danke. Danke. Was macht der Kopf? Geht's besser? Ja, viel besser. In 1-2 Tagen kann ich wieder arbeiten. Ich habe heute mit Herrn Rosen telefoniert. Der arme Mann, so viel Geld. Tja. Furchtbar. 9 Millionen, ne? Das kann man sich gar nicht vorstellen. So viel Ware. Das muss ja ein riesiger Berg gewesen sein. Das Wertvollste waren die Steine und die sind klein. Ja, aber der Täter hat doch die Schränke unter den Vitrinen auch noch ausgeräumt. Den ganzen Schmuck und die Uhren. Sagen Sie mal, wie wird das eigentlich gelagert? Ich meine, ist da jedes Stück schon ausgepackt? Nein, das meiste waren in Originalverpackung.
Das ist er. Herbert, die Herren warten auf dich. Auf mich? Ja, wir möchten Sie noch etwas fragen. Und das ist? Herr Lohse, wo waren Sie gestern Vormittag zur Zeit des Überfalls? Habe ich doch schon gesagt, ich habe gearbeitet. Nein, das haben Sie nicht. Aber natürlich hat er das. Er hat morgens um 7:30 das Haus verlassen, wie immer. Sie wissen es doch besser. Wo waren Sie? Ich sag nichts, nicht hier, kein Wort. Aber Herbert, du hast doch nichts zu verbergen. Nicht hier und nicht jetzt. Bitte nehmen Sie mich mit. Tja, wenn Sie das wollen, dann kommen Sie bitte mit. Hören Sie, Sie können ihn doch nicht mitnehmen. Er hat mit der ganzen Sache nichts zu tun. Ich kenne ihn. Warum machst du denn bitte nicht den Mund auf? Sie nicht jetzt. Ich will erst wissen, gehen. Wo du warst. Was ist passiert? Was verschweigst du? Hallo, Sie kommen Sie. Beruhigen Sie sich. Vielleicht gibt es für sein Verhalten eine ganz harmlose Erklärung. Dann ist er gleich wieder hier. Also regen Sie sich nicht auf. Er hat mit der ganzen Sache nichts zu tun. Glauben Sie dann mir. Dann wird sich das ja gleich rausstellen. Ich rufe Sie an, wenn ich es weiß. Sehen ja verdammt echt aus. Wie richtige Poster, hm? Das sind 1:1 Kopien. Alles genau wie im Original. Kein Unterschied. Da stimmt jede Schraube. Mhm. Nur leichter. Ist ja auch Spielzeug. Oh, Telefon. Einen Augenblick bitte, bin gleich zurück. Kann ich Ihnen helfen? Haben Sie sich entschieden? Naja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob sowas das richtige Spielzeug für meinen Neffen ist. Meine Schwester ist auch ein bisschen komisch, wissen Sie? So Kriegsspielzeug. Ja, lieber nicht. Tschüss. Tschüss. Wo ist er denn? Den haben sie abgeholt. Mit dem Krankenwagen. Wohin? Weiß ich nicht, hat mir keiner gesagt. Wann war denn das? Auch aus den Manteltaschen. Die Frau Theile ist draußen. Die ist fertig mit Nerven fertig. Ich hab doch gesagt, ich rufe Sie an. Na gut, lass Sie warten. Setzen Sie sich, Herr Lohse. Ich weiß nicht. Ja, das genügt nicht. Wir müssen uns schon ein bisschen mehr erzählen. Ja, das mit Stellmann und Co., das wissen Sie ja schon. Ja, das wissen wir schon. Gut, ich werde Ihnen alles sagen. Frau Theile, wir sind seit 2 Jahren zusammen. Als ich Sie kennengelernt habe, war ich Abteilungsleiter bei einer großen Importfirma. Ich habe gut verdient. Und Barbara war stolz auf mich. Aber dann war die Firma pleite und ich, naja, Feierabend. Nach 24 Jahren. War furchtbar. Ich habe alles versucht, um Arbeit zu kriegen. Und ich habe auch einen Job bekommen bei Stellmann und Co., nur nach 4 Monaten war es wieder vorbei. Zu alt. Sie haben gesagt, zu alt. Wissen Sie, Barbara ist jünger als ich, viel jünger. Ich wollte sie nicht verlieren. Und da haben Sie ihr nichts davon gesagt? Nein. Morgens bin ich pünktlich weggegangen und abends pünktlich wiedergekommen. Und dazwischen habe ich die Zeit totgeschlagen. Wie haben Sie denn den Vormittag gestern verbracht? Erst war ich im Hafen, dann bin ich zu Barbara gefahren. Warum? Das habe ich oft gemacht. Ich habe sie beobachtet. Durch die Schaufenster, ohne dass sie es gemerkt hat. Wann waren Sie da? Genau. Tja, als ich ankam, war schon alles vorbei. 10.52 Uhr. Genau um 10.52 Uhr hat der Überfall stattgefunden. Wie viel später kamen Sie zum Tatort? Das weiß ich nicht. Na, überlegen Sie mal. Ich habe nicht auf die Uhr gesehen, ich weiß es nicht. Wie sind Sie vom Hafen zum Juweliergeschäft gekommen? Mit der U-Bahn. Von welcher Station? Vom Baumwall. Ah, Baumwall, Datum gestern, Uhrnachweis 10.48 Uhr. 4 Minuten vor dem Überfall. Für die Fahrten für den Weg braucht man, wenn es schnell geht, 20 Minuten. Ach so.
Gott sei Dank. Da zeigt es sich wieder mal, dass es sich lohnt, nicht schwach zu sein. Das ist zwar kein hundertprozentiger Beweis, aber Sie können gehen. Das Protokoll machen wir morgen hier. Stecken Sie Ihre Sachen wieder ein. Herr Lose, Sie können gehen. Frau Theile wartet draußen. Was? Nein, bitte nicht. Ich möchte ihr jetzt nicht begegnen. Ich verstehe. Warten Sie hier. Blöder Hund. Wie kann man nur so dumm sein? Komm. Komm nach Hause. Henriette, geht das nicht in deinen Kopf rein? Ich kann es dir nicht geben. Wir brauchen jetzt jede Mark. Henriette ist nicht schwerhörig. Schrei sie nicht so an. Na, da soll sie endlich akzeptieren, was ich sag. Will einfach nicht begreifen, dass kein Geld da ist. Nein, ich begreife es auch nicht. Und wenn du es 100-mal sagst. Du kannst ja verkaufen. Verkauf ein Geschäft. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Es geht um meine Zukunft, Manfred. Es geht um unsere Zukunft. Nachts kann ich nicht mehr schlafen. Die ganze Zeit grübel ich darüber nach, wie ich uns vor dem Konkurs retten kann. Und du willst es nicht. Ja, so schlimm ist es schon. Vater ist noch keine 3 Jahre unter der Erde. Was machen wir? Wir verjubeln in einem Jahr das, was er in seinem ganzen Leben Stück für Stück erarbeitet hat. Vater, Vater, immer wieder Vater. Vater ist tot. Aber wir leben... Ja, über unsere Verhältnisse. Sag Walter Böhm, es gibt kein Geld. Ach, Manfred, musst du denn immer so sein? Sie ist doch deine Schwester. Ach, komm, du halt dich Walter doch raus, Walter will mein Geld nicht. Er liebt mich. Ist das so absurd? Bin ich so reizlos? Für diese Typen ist nur eins reizvoll. Braune Scheine. Und davon viel. Bitte, Manfred, quäl sie doch nicht so genau, worauf ihr hinaus wollt. Du und Peter. Ihr behandelt Walter wie den letzten Dreck. So lange, bis er genug hat und mich verlässt. Das wäre das Beste, was dir passieren kann. Aber mach dir keine Hoffnung, Manfred. Uns bringst du nicht auseinander. Das schaffst du nicht. Und das Geld kriege ich auch. Und wenn ich vor Gericht gehe... Henriette, jetzt geh doch nicht weg. Nicht so. Bleib doch. Er hat das doch alles nicht so gemeint. Na, Moment. Zu wem möchten Sie? Zu Herrn Kapinski. Ach ja. Ich habe schon auf Sie gewartet. Kommen Sie. Wer ist das? Stefan Karpinski. Wieso fragen Sie? Nur zur Sicherheit. Wir kennen nämlich nur vom Bild. Ja, sind Sie denn nicht seine Verwandten? Nein, wir sind von der Polizei. Wann ist er denn gestorben? Heute Nachmittag, gegen 3. Und wann wurde er eingeliefert? Vor 3 Tagen. Eine Lungenentzündung. Zu spät. Hm. Tja, den können wir streichen. Ja, endgültig und für immer. Wenn ich irgendwas für dich tun kann, dann ruf mich an. Ja, ich werde mit ihm reden. Ich muss bloß eine passende Gelegenheit abwarten. Du weißt doch, wie er ist. Jetzt reg dich nicht auf. Leg dich hin und versuch abzuschalten. Alles Liebe. Ich melde mich morgen wieder. Wer war das? Deine Schwester. Sie ist außer sich. Ach ja. Warum gibst du ihr das Geld nicht? Wovon? Ich meine, wenn die Versicherung bezahlt. Du hast doch gehört, das kann Monate dauern.
Dann sag ihr doch wenigstens, dass sie das Geld kriegt, wenn man euch entschädigt. Warum soll ich es ihr geben? Warum nicht gleich Böhm? Du bist gemein. Bloß weil deine Schwester einen Mann liebt, der dir nicht passt. Warst von Anfang an gegen ihn. Weil ich auf den ersten Blick gesehen habe, was für ein Gangster das ist. Wenn mir jetzt jemand sagen würde, dass er den Überfall auf unser Geschäft verübt hat, dann... Was dann? Moment mal. Das ist doch gar nicht so abwegig. Passt sogar alles sehr gut. Er wusste von der Sendung aus Antwerpen von Henriette. Und Henriette hat mich vor dem Überfall angerufen und gefragt, ob ich vormittags im Geschäft bin. Mit Peter hat sie auch telefoniert. Böhm wusste also, dass nur die beiden Frauen im Laden sind. Das glaubst du doch nicht wirklich. Ich sag ja nur, es ist möglich. Und wenn ich alles zusammenzähle, dann ist das sogar sehr wahrscheinlich. Wenn du dir so sicher bist, dann geh doch zur Polizei. Ich kann doch nichts beweisen. Ich könnte mich verklagen, wenn ich ihn beschuldige. Dann lass die Finger davon. Die Polizei wird schon den Richtigen finden. Warum soll man ihr nicht dabei helfen? Umso schneller kommen wir zu unserem Geld. Man könnte ihr einen Tipp geben. Ein Tipp? Ja, sie sozusagen auf die Fährte setzen. Ich find's schmutzig. Aber du musst ja wissen, was du tust. Nicht ich? Du? Ich denk ja gar nicht daran. Anonym. Anonym kannst du es ja auch tun. Na, eben nicht. Meine Stimme kennt man beim K3. Sowas mache ich nicht mit. Monika, es geht um unser Geschäft. Um unser Leben, wie wir es bisher gewöhnt sind. Und wenn wir die Ware wiederkriegen, dann sind wir raus aus dem Schlamassel. Es liegt da auch in deinem Interesse. Ich kann sowas nicht. Du brauchst doch nur zu sagen, dass Böhm der Freund von Henriette ist. Dass er von der Sendung aus Antwerpen wusste und dass er Geldschwierigkeiten hatte. Komm. Na komm schon. Ruf an. So spät noch? Da ist doch jetzt gar keiner mehr im Büro. Bestimmt gibt's einen Nachtdienst oder sowas. Hier ist die Nummer. Wen soll ich denn verlangen? Na, irgendjemand vom K3, ganz kurz noch. Verbinden Sie mich bitte mit K3. Hallo? Es geht um den Überfall auf das Juweliergeschäft Rosen. Überprüfen Sie doch mal Walter Böhm. Er ist der Verlobte von Henriette Rosen. Ja, Rosen, Henriette Rosen. Er wusste von der Sendung aus Antwerpen. Und er braucht Geld. Dringend, viel Geld. Ich meine, das müssten Sie wissen. Er steckt in großen Schwierigkeiten. War ich kurz genug? Das hast du sehr gut gemacht. Und sehr ungern. Ich weiß. Aber wir müssen jede Chance nutzen. Danke, Liebes. Überfall! Überfall! Keine Bewegung! Los, einpacken! Ja, mach, los, mach, 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 schnell! Die teuren Sachen zuerst, los! Mach! Ja, weiter, weiter, weiter! Mensch! Mach! Jetzt ist da noch einer, Mensch! Hoch! Komm, los! Höher! Und du penn dich ein! Mach schon! Komm! Hopp! Ganz cool, ja? Cool. Komm, komm, komm! Mach! Los, tu was rein! Schnell! Beeil dich! Komm, penn dich ein! Tu rein! Los! Die Klunker! Die guten Sachen! Los, 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 mach! Oh, shit! Gib her! Nein! Lass los! Nein! Komm, gib her! Nein! Gib her! Nein! Los! Nein! Nein, ich bin da ganz Ihrer Meinung. 9 Millionen. Sind viel Geld. Aber wir haben 4 Geschäfte.
Die Ware war nur noch nicht verteilt. Wie gut, dass Sie Ihre Versicherung letztes Jahr erhöht haben. Der gestiegenen Kriminalität entsprechend. Oh, no, no, no. Ein bisschen mehr war das schon, ne? 100%. Das ist doch ganz schön happig. Wirklich? Und das weiß ich nicht. Das macht mein Bruder. Sagen Sie, ist es in Ihrer Branche nicht üblich, sich nur gegen Einbruch zu versichern? Ja, das ist richtig. Aha. Sie haben aber auch eine Versicherung gegen Beraubung. Ja, da müssen Sie meinen Bruder fragen. Wie gesagt, der ist dafür zuständig. Ach ja, Ihr Bruder. Ich habe gerade die Verlustmeldung für die Versicherung gelesen. Ist der Irrtum ausgeschlossen? Sie haben doch alle Dokumente gesehen. Jeden Lieferschein, jede Quittung. Ja. Ja, das haben wir nur. Wie hat der Kerl das alles so schnell weggeschafft? Ich verstehe ja, dass Sie Ihre Ermittlungen anstellen müssen. Aber alle Ihre Fragen laufen doch darauf hinaus, dass Sie uns verdächtigen. Aber nein. Vielleicht habe ich den Überfall sogar selbst gemacht. Nein, das haben Sie nicht. Wir haben Ihr Alibi überprüft. Ja, wir kommen. Und mein Bruder war zu Hause. Sonst hätte ihn Fräulein Ebert ja nicht anrufen können. Du, in Harburg wurde gerade eben ein Juwelier überfallen. Und zwar von demselben Kapuzenmann. Was haben Sie gesagt? Ich meine, genau. Aber gesagt haben Sie nichts, aber durchblicken lassen. Und das deutlich. Danke, Jürgen. Was werfen Sie mir denn vor? Man vermutet, dass du der Versicherung eine überhöhte Schadenssumme genannt hast. Wie kommen die darauf? Weil der Kerl die Vitrine nicht ausgeräumt haben kann. Die Zeit war zu kurz. Entschuldige mal, die Ware ist weg. Ja, ja, das ist das ja eben. Jetzt fragen Sie sich, wer die beiseite geschafft hat. Ja, ich vielleicht. Ja, wann soll ich das gemacht haben, hm? Etwa in den paar Minuten, bevor die Polizei da war? Außerdem habe ich den Schaden nicht aufgelistet, sondern die Ebert. Ja, ich bin kein Polizist. Ja, und ich kein Betrüger. Ich bin kein Polizist und will auch keiner sein. Ich weiß nur, wenn einer von uns sowas mal macht, dann ist das unser endgültiger Bankrott. Ich habe immer versucht, unser Haus ehrlich durchzubringen. Aber wenn du mich enttäuschen würdest, ich glaube, das könnte ich nicht verkraften. Tag, Trolli. Tag, Trolli. Helfi, wart vor mir? Ja, brauchen wir deine Spezialkartei. Ja, welche? Abnormitäten, Spitznamen, Gebrechen oder was? Nee, Tätowierungen. Tätowierungen? Wo? Welche Farbe? Wir haben sogar ein Foto für dich. Oh Mann, das ist ja fast wie ein Passfoto. Na, wollen wir mal sehen, ob ich euch helfen kann. Dann wir gleich nachschauen. Hier haben wir Dolche mit Herzen, Dolche mit Schlangen, Dolche mit Wappen und hier Dolche mit ohne was. Na bitte. Mal gucken. Wenn wir den Dolch haben, haben wir den Mann. Was du nicht sagst. Das ist nichts. Das auch nicht. Dann nichts. Und ha! Wer sagt's denn? Hier, das ist er. Moment. Karlmann Richard. Diebstahl und Raub. Kinder, Kinder, so jung und schon so fleißig, ne? Onkel ist heute früh weggefahren. Er macht die Gärtnerei für 2 Tage dicht. Das ist die Gelegenheit. Wir können das Zeug in Ruhe verbrennen. Gut. Hol die Tasche von der Aufbewahrung. Sagen wir, um 9 bin ich bei mir. Zahlen bitte. Ich komme gleich. Weißt schon, ich bin doch gerade erst gekommen. Ja. Ja.
ist alleine zu Hause? Meine Mutter ist zur Arbeit. Wo ist denn der Richard? Richie? Ja, ja, klar, der Richie. Der spielt Billard. Billard wo? Das kostet was. Ich hab nur Scheine. Der ist im Treibhaus. Und wie kommt man da hin? Das kostet noch was. Tja, Richie, da hast du dir ganz schön was eingebrockt. Um das auszulöffeln, brauchst du Jahre. Doch nicht für so einen Piss. Piss nennst du das? Bewaffneter Raubüberfall. Ich war nicht bewaffnet. Nee? Und was ist das hier? Ein Spielzeug. Kann man in jedem Laden kaufen. Eine Pistole für Kinder. Ob echt oder nicht echt, der Gesetzgeber macht da keinen Unterschied. Ja, du hast wohl einen Rat ab. Mit sowas kann man doch nichts anrichten. Das verstehe ich nicht. Ja, und ich verstehe dich nicht, Richie. Da gelingt dir ein Coup, der fürs ganze Leben reicht, und was machst du? Du gehst hin und raubst nach 2 Tagen nochmal einen Laden aus. So, wovon spricht denn der, hä? Von den 9 Millionen, die du vorgestern hast mitgehen lassen. Ich? Mann, wenn ich 9 Millionen hätte, dann wäre ich jetzt nicht hier. Dann würde ich in Bali am Strand liegen. Aber du warst das überhaupt nicht. Nein! Du hast da einen Parker angehabt und eine Mütze über den Kopf gezogen, oder? Ja, und was beweist das? Hm? Mit genau der gleichen Verkleidung hat jemand vor 2 Tagen den Juwelier Rosen ausgeraubt. Weiß ich. Ja, das denke ich mir, dass du das weißt. Nicht so! Ich habe ein Bild in der Zeitung gesehen. Ja, und da habe ich gedacht, häng dich ran. Alle werden glauben, es ist nochmal der andere gewesen. Das musst du uns erstmal beweisen. Nee. Ihr müsst mir was beweisen, nicht ich euch. Du kennst deine Rechte verdammt gut, Richie, was? Ja. Gut, dann fragen wir eben andersrum. Wo warst du vorgestern zwischen 10 und 12? Komm, lass uns mal mitlachen. Ja, Mensch, das gibt's doch nicht. Da war ich bei den Kollegen von euch auf der Wache. Auf welcher? Depenau. Fuß runter. Ja, wir haben da Rabatz gehabt. Bis zum Ladenbesitzer. Ja, hier ist Bayer vom K3. Habt ihr vorgestern einen gewissen Richard Keimann festgenommen? Das war so ein kleiner Dicker, der meinen Namen da aufgeschrieben hat. Ja, am Morgen. Hm. Ja, so ein Zackiger, verstehst du? Ja. Gut. Vielen Dank, Kollegen. Danke. Na?
Was habe ich gesagt? Freut mich nicht zu früh, Junge. Da bleibt immer noch der Überfall von heute Morgen und Widerstand gegen einen Vollstreckungsbeamten. Mhm. Und das werden wir jetzt mal festhalten. Tja. Also, den Jungen können wir vergessen. Der hat mit dem Überfall auf Rosen nichts zu tun. Wie sicher ist denn das? Wir haben hundertprozentig wasserdichtes Alibi. Also Nachahmungstäter. Ja, also aus der Zeitung. Dem haben die 9 Millionen das Gehirn zugekleistert. Räumen morgen die Asche weg, ne? Ja. Guten Tag. Guten Tag. Was? Das ist ja großartig. Wann haben Sie ihn erwischt? Gestern Nachmittag. Aha. Und die Ware, haben Sie die auch? Moment mal, der Mann hat mit dem Überfall auf Sie nichts zu tun. Das war ein anderer. Ach, so ist das. Und ich habe schon geglaubt, wir werden raus aus dem Schlamassel. Nee, leider nicht. Sie nicht und wir auch nicht. Wir fangen wieder bei Null an. Alles nochmal von vorn, die ganze Fragerei. Mhm. Nehmen Sie doch Platz. Danke. Ja, aber Sie wissen doch schon alles. Ja, aber wir verstehen noch nicht alles. Mein Kollege zum Beispiel, der Herr Feldmann, der rechnet und rechnet und kommt einfach mit der Zeit nicht klar. Zu wenig Zeit für so viel Ware. Tja, weiß wirklich nicht, wie ich Ihnen da helfen kann. Ach, das können Sie schon. Wir möchten nämlich den Überfall rekonstruieren heute Nachmittag. Geht das? Wenn Sie es für richtig halten, bitte jederzeit. Ist 2 Uhr in Ordnung? Von mir aus, ja. Also dann bis 2. Sollen wir Ihren Bruder benachrichtigen oder tun Sie das? Nein, nein, nö, ich werde es ihm schon sagen. Gut, es ist nämlich wichtig, dass er dabei ist. Ja. Wiedersehen. Sie haben den Mann gefasst, der gestern das Geschäft in Harburg überfallen hat. Das sagst du so ruhig?
war nicht derselbe, der uns beraubt hat. Sonderbarer Zufall, nicht? Zwei verschiedene Täter? Mhm. Es geht der ganze Rummel wieder von vorn los. Du sollst übrigens heute Nachmittag um 2 hier im Laden sein. Ich? Warum? Sie rekonstruieren den Überfall. Du sollst unbedingt dabei sein. Ja, wenn ich nicht hier bin? Würde ich mir aber gut überlegen. Heute Nachmittag hast du Gelegenheit, ihr Misstrauen zu zerstreuen. Kannst du beweisen, dass bei uns alles korrekt zugegangen ist. Und zugeht. Ich habe Gott und die Welt informiert, Herr Feldmann. Selbst wenn Ringers eine Wundertüte angeboten wird, höre ich davon. Ach, sagen Sie mal, Bela, könnten Sie etwas über Rosen in Erfahrung bringen? Warum? Meinen Sie, der hat etwas entdeckt? Ja, warum nicht? Der hat wirtschaftliche Schwierigkeiten und ist hochversichert. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Manfred Rosen hat einen tadellosen Ruf. Und sein Bruder? Peter? Ja, Sie kennen ihn? Kennen ist zu viel gesagt. Er war mal Gutachter in einem Prozess gegen mich, den ich aber gewonnen habe. Ja, ja, weil er zu Ihren Gunsten ausgesagt hat. Nein, obwohl er gegen mich ausgesagt hat. Ja, weiß Gott, keinen Grund, Gutes über ihn zu sagen, aber Peter Rosen, den können Sie vergessen. Bis hierher ist alles klar. Bis zum Öffnen des Tresors waren es 28 Sekunden. Los. Das genügt. Ja, Sie sehen selbst, wie soll er das weggeschafft haben? Und das ist nicht mal ein Viertel. Und wenn er Helfer gehabt hat? Hat er nicht. Dann hätte die Türglocke anschlagen müssen. Sie hat aber nur einmal geläutet, als er rauslief. Jedenfalls, als ich wieder aus dem Zimmer raus konnte, war alles leer. Das ist ein Wunder. Zu erklären ist das nicht. Ja, ich kann es Ihnen auch nicht erklären. Ich habe einen dringenden Termin. Wenn Sie mich bitte entschuldigen? Bitte, bitte. Wir sind sowieso jetzt fertig. Ja, der Mann hatte also großzügig gerechnet 6 bis 7 Minuten Zeit. Fest steht, so viel Zeug kann man nicht so schnell und nicht ohne Transportmittel wegschleppen. Was wollen Sie? Was wollen Sie in meinem Wagen? Ich habe was für Sie, was Sie interessieren wird. Machen Sie, dass Sie rauskommen. Dann verschwinden Sie, bevor ich Ihnen die Fresse poliere. Nimm du deine Fresse nicht so voll, Rosen. Oder wollen Sie, dass ich damit zur Polizei gehe? Das war ein Parker. Der Park ist verbrannt. Das hier hat überlebt. Soll ich immer noch machen, dass ich rauskomme?
Dumme Sache, was? Das gibt eine fantastische Schlagzeile. Ehrbarer Juwelier überfällt sich selbst. Ich muss schon sagen, das ist eine vornehme Familie. Was soll das? Streng lieber dein Hirn an. Ein Wort von mir und sie sitzen. Geben Sie sich keine Mühe, Sie hängen fest. Sie können sich drehen, wie Sie wollen. Wie viel? Na, machen Sie mir doch mal einen Vorschlag. Nehmen Sie Ihr blödes Grinsen aus dem Gesicht. Sie können sich Zeit lassen. Aber heute Nachmittag um 4 möchte ich wissen, wie viel. Einverstanden? Klar? Also gut. Heute Nachmittag um 4 bei Ihnen. Nicht bei mir. Dann bei mir. Bei Henriette. Nein, in meiner alten Wohnung. Sie meinen in Ihrer Absteige aus St. Pauli. Ach. Um 4 Uhr. Seien Sie pünktlich. Was? Sie sind wohl nicht ganz dicht. Ein Drittel. Warum? Weil ich Ihr Partner bin. Ein Dreck sind Sie. Marianne und ich, wir haben das Ding geplant und ausgeführt. Basta. Aber ich habe die Pudelmütze gefunden. Wo ist sie? Die habe ich nicht hier. Ich bin noch nicht blöd. Die Mütze ist meine Versicherung, mein Anteil. Mein Drittel. Das ist indiskutabel. Ich fürchte, Sie haben gar nicht die Wahl zwischen Ja und Nein. Sie wollen doch nicht die nächsten Jahre im Knast verbringen. Ich muss das alles erst mit Marianne besprechen. Sie wollen Zeit gewinnen, aber ich habe keine Zeit. Ich hab's eilig. Marianne wartet doch unten. Rufen wir sie rauf. Sie kann nicht weit sein. Los. Er ist tot. Ja. Hast du es gemacht? Warst du es? Fahr endlich los. Mach schon, fahr zu!
So, jetzt hau ich uns mal ein paar schöne Steaks in die Pfanne. Ich glaube, ich habe sogar noch ein bisschen Salat da. Warum gehen wir nicht in die Kantine? Wir haben nur eine Stunde Zeit. Weil ich den Kantinenfraß so satt habe. Warum heiratest du denn nicht? Nee, danke, du. Du und Ecke geschieden, Kalle lebt getrennt. Ich glaube, das reicht. Das liegt nicht an den Frauen, das liegt an unserem Beruf. Was ist los? Moment mal. Ich glaube, du hast recht. Wir gehen doch lieber in die Kantine. Aber vorher muss ich noch mal zur Post. Oh, Sie haben Glück. Ich wollte gerade schließen. Deswegen komme ich ja. Ich habe Ihnen was anzubieten. Sie wollten doch abschließen. Schöne Stücke. Wie viel? Tja, wie viel? Da muss ich erst mal mein schlaues Buch fragen. Der Schmuck ist aufgetaucht. Na, Frau, kommen Sie schnell, ich versuche Sie aufzuhalten. Zu spät. Waren wir sie gefahren, so schnell wir konnten? Nicht schnell genug. Sie hat Lunte gerochen. Tut mir leid. Ja, es macht nichts. Wir wissen schon, wo wir sie finden. Komm, verlieren wir keine Zeit. Ja. Am Tage des Überfalls hat ein Postbote bei Ihnen geklingelt. Kurz vor 11. Sturm geklingelt, wie er sagt. Ja, das werde ich überhört haben. Wenn ich arbeite, lasse ich das Radio laufen. Ihre Nachbarin hat Sie wegfahren sehen. Etwa um 10:30. Sie waren gar nicht zu Hause. Ich habe ihn doch angerufen. Ich habe mit ihm gesprochen. Abgesprochen haben Sie sich. Wie Sie das Ding zusammendrehen. Nein, so war's nicht. Doch, so war's. Sie haben ihm das Alibi verschafft. Ist doch verrückt, was Sie da behaupten. Beklau mich doch nicht selber. Was habe ich davon? Viel Geld von der Versicherung. Ist doch lächerlich. Wir können es Ihnen aber beweisen. Erstens, Sie behaupten, zu Hause gewesen zu sein und waren es nicht. Zweitens, so viel Schmuck, wie Sie der Versicherung als Verlust angemeldet haben, kann man in so kurzer Zeit gar nicht stehlen. Und drittens, der Täter hatte nur eine Tasche für die Steine aus dem Tresor dabei. Um aber auch den anderen Schmuck wegzuschaffen, hätte er mindestens zwei große Koffer gebraucht. Aber der Schmuck war weg. Die Schubladen waren leer. Ja, weil man die Ware schon vor dem Überfall weggeschafft hat. Davon weiß ich nichts. Natürlich wissen Sie das. Sie haben doch alles mitgeplant. Auch, dass Frau Theiler in Rosen nicht sehen durfte. Sie hätte ihn ja erkennen können. Und was macht man da? Man niedet sie einfach um. Nein, ich war furchtbar erschrocken, als das mit Barbara passierte. Ja, das hat sie aber nicht daran gehindert, ihre Rolle fabelhaft weiterzuspielen. Diese Pudelmütze hier, diese angesenkte Mütze, die fand man gestern bei einem Walter Böhm. Kennen Sie den? Das wissen Sie doch, ein Freund von meiner Schwester. Er ist tot. Ja, ich habe meinen Bruder angerufen, als sie uns verhaftet haben. Unfall, hat er gesagt. Nein, das war kein Unfall. Dafür ist die Balkonbrüstung zu hoch. Entweder ist er selber gesprungen oder man hat ihn gestoßen. Ein Unfall war das jedenfalls nicht. So eine Mütze hat der Täter beim Überfall auf ihr Geschäft getragen. Also Böhm wusste über alles Bescheid, auch über die Sendung aus Antwerpen. Ach, Sie meinen, er könnte das gewesen sein? Ist doch möglich. Das ergibt doch keinen Sinn. Kein Täter trägt sein eigenes Belastungsmaterial mit sich rum. Also ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Es gibt nur eine Möglichkeit. Böhm hat den Täter erpresst. Ja, und deshalb hat der Täter ihn umgebracht.
Was wollen Sie von mir? Warum erzählen Sie mir das alles? Weil Sie ihn vom Balkon geschmissen haben. Was? Ja, wir waren auch überrascht. Verhaftet haben wir Sie nur wegen Juwelenraub, aber jetzt ist ein handfester Mord daraus geworden. Ich war nicht ein einziges Mal in der Wohnung von Böhm. Doch, das waren Sie. Sie haben zwar Ihre Fingerabdrücke überall weggewischt, aber auch die von Böhm, und das hat uns stutzig gemacht, und deshalb haben wir die Polster abgesaugt. Sie haben in dem Sessel gesessen. Und zwar in dieser Jacke. Und in der Mütze waren Haare. Ihre Haare. Wann haben Sie eigentlich meine Sachen... Heute Nacht, nach Ihrer Verhaftung. Gestern Abend wollte eine Frau in einem Antiquitätengeschäft Schmuck verkaufen. Schmuck aus dem Überfall. Die Frau war so alt wie Sie. Sie hatte schwarze Haare und trug einen Männerhut. Im Keller von Peter Rosen haben wir so einen Hut gefunden. Und eine schwarze Perücke. Sie werden gerade untersucht. Die Frau waren Sie. Sie sollten uns auf eine falsche Spur locken. Wir sollten glauben, der Täter wäre ein kleiner Fisch gewesen, der die silbernen Löffel einzeln verkauft. Ich sag nichts mehr. Nur noch mit meinem Anwalt. Ich wollte es nicht, aber... Dann stand er plötzlich auf dem Balkon. Er hatte sich weit über die Brüstung gelegt. Er hing fast unten. Man musste ihn bloß antippen. Das haben Sie ja dann auch getan. Es ging alles so schnell. Plötzlich war er verschwunden. Erst wurde mir klar, was ich... Welcher Idiot. Wo ist der Schmuck? Ihr Grundstück? Nein, nein, es gehört meinem Onkel. Mein Großvater hat hier gewohnt. Ja, wo ist es denn? Von dem Keller. Ja. Lassen Sie bitte den Eingang freiräumen, ja? Kommt den Eingang frei. Das kann nicht sein. Gestern waren die Kartons noch voll. Ich verstehe es nicht. Kein Mensch weiß von dem Versteck, nur ich und Marianne. Marianne? Ja. Marianne Ebert. Nur wir beide wussten, wo der Schmuck war. Und wenn er jetzt nicht mehr da ist, dann... Schöller. Herr Schöller, Sie wollen den Schmuck da haben, oder? Ja. Dann müsste ich mal mit ihr reden. Gut. Was willst du? Wem hast du von dem Versteck erzählt? Wer weiß davon? Der Schmuck ist weg. An dem Tag des Überfalls, da habe ich einen Eilbrief bekommen. Ein Brief, in dem nur ein leeres Blatt Papier war. Tja, nur ein leeres Blatt. Ich habe zuerst nicht verstanden, was es soll, aber jetzt weiß ich es.
Der Postbote sollte feststellen, dass ich nicht zu Hause war. Denn sowas kriegt die Polizei natürlich mit. Wenn der Brief früher gekommen wäre oder später, sowas funktioniert doch nicht. Sowas kann man nicht genau berechnen. Doch, das kann man. Wenn man ihn morgens eine Stunde vorher bei meinem Postamt aufgibt, kommt er mit der normalen Post immer zur selben Zeit. Um 11:15. Aber da war ich ja schon unterwegs. Und was habe ich damit zu tun? Mich hat der Absender aufs Kreuz gelegt und dich. Dich ist er dabei elegant losgeworden. Ja, losgeworden. Überleg doch mal. Wenn ich nicht zu Hause war, kannst du nicht mit mir telefoniert haben. Er hat dich damit ans Messer geliefert. Er hat damit bewiesen, dass du mit drin steckst. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Er hat den Schmuck. Und dich wird er los für immer. Ist doch logisch, oder? Ist doch logisch! Ein Geständnis ablegen. Ja, dann wollen wir mal. Kommen Sie. Henriette! Bitte, mach auf, komm! Und du mach keine Dummheiten! Sei vernünftig, öffne die Tür! Zufrieden. Was willst du denn noch? Ihr habt doch alles erreicht, was ihr wolltet. Henriette, der Mann hätte dich doch bloß unglücklich gemacht. Er ist tot. Er ist tot. Ihr könnt euch freuen. Marcella? Ja, Moment mal bitte. Hier für dich, Bela Kovac. Oh. Feldmann! Hallo, Bela, was gibt's denn? Mein italienischer Freund hat mich heute angerufen. Dem haben sie heute Morgen eine Partie Schmuck angeboten aus Hamburg. Und jetzt halten sie sich fest. Ich soll die Ware prüfen, bevor das Geschäft in Rom steigt. Ja, bei mir zu Hause. Heute Abend, 21 Uhr. Vergessen Sie nicht, das auf meiner Habenseite zu verbuchen. Nein, Bela, das vergesse ich nicht. Wir sind eine Stunde vorher bei Ihnen. Bis dann und vielen Dank. Du, ich habe eine gute Nachricht. Ich habe eine bessere. Das Geständnis der Ebert. Hier. Erst hat die Ebert den Peter Rosen reingelegt und dann ist sie beschissen worden. Peter Rosen sollte die Drecksarbeit machen und sie wollte mit dem anderen die 9 Millionen auf den Bahamas verjubeln. Aber der hat ja was gehustet, der wollte allein absagen. Ich hab den Haftbefehl. Komm, Tommy, wir gehen. Nun mal langsam, ihr beiden. Was ist denn, wenn er uns nicht sagt, wo er den Schmuck hat? Weil er nach dem Knast noch eine kleine Rente haben möchte? Ja, das Risiko müssen wir eben eingehen. Eben nicht. Wir bekommen die ganzen Klunker heute Abend serviert. Auf einem silbernen Tablett. Was? In Belas Wohnung. Prost, mein Schatz. Pfui Teufel.
Der ist ja umgekippt. Ganz ruhig, mein Schatz. Das ist er. Komm, geh runter. Uhr. Pünktlich ist er. Psst, Papa. Kommen Sie. Ich weiß, Sie wollten nicht in Erscheinung treten, aber mein italienischer Gewährsmann besteht darauf, dass ich die Ware erst prüfe. Wir sind ja absolut sicher. Wenn mein Freund in Rom für mich gebürgt hat, dann weiß er, was er tut. Wir arbeiten seit Jahren zusammen. Okay? Dann zeigen Sie mal, was Sie haben. Keine Lupe. Das sehe ich auch so. Erstklassige Ware. Was haben Sie denn gedacht? Wenn Herr Rosen sich schon selber beklaut, nimmt er selbstverständlich nur die besten Stücke. Nur kleine Ganoven sind bescheiden.